Moin Moin, willkommen in der Garage und einen schönen dritten Advent. Ist ja man schon wieder soweit. So, ich hadere ja immer noch mit der Gabel. Die Gabel, die passt definitiv nicht, das haut so alles nicht hin. Also habe ich mir nochmal was anderes überlegt, aber ob das so funktioniert, das muss ich natürlich jetzt erstmal ausprobieren. So, was ist denn das Beste, wenn man ein Vorderrad von der EC1 hat? Ich würde mal sagen, die Gabel von der EC1. Da habe ich echt Schwein gehabt, dass ich die gekriegt habe. Für einen relativ schmalen Taler. Und das sieht so aus, als wenn die relativ problemlos in die Chao reinpasst. Weil diese Länge hier von dem Schaft, von dem Gabelschaft passt. Und auch der Durchmesser passt. Was ich jetzt hier natürlich noch nicht drin habe, sind im Rahmen sind neue Lagerschalen. Die kommen da jetzt gleich mal rein. Und dann versuche ich doch mal, ob ich die Gabel nicht irgendwie da reinkriege und dann auch das Vorderrad da reinkriege. Da haben wir nämlich nicht auch so eine Kurzschwinge vorne drin, sondern eine richtig schöne ölgedämpfte Telegabel. Das wäre doch mal was, ne? Ja, gut, die ist dann rot, aber ich habe sowieso überlegt, ob ich nicht irgendwann, wenn das erstmal fertig ist und sich bewährt hat und alles funktioniert natürlich, ob ich das nicht nochmal dann auseinanderreiße und in so einem knalligen Rot lackiere. Ja, ich glaube, das ist ganz schick. Na gut, dann machen wir mal mit dem Lagerschalen weiter. So, das machen wir mal ein bisschen warm, damit die neuen Lagerschalen da ein bisschen besser reinflutschen. Und es hat den Nebeneffekt, es wird ein bisschen warm in der Garage. Wieder was rum. So, die sind drin. Und ja, das letzte Mal hatte ja jemand gemeckert, oh, bist du wahnsinnig, ein Schaugraum und so zu zersiegen. Das ist ein Rahmen aus Holland. Und wenn ich den in Deutschland nochmal als Rahmen nehmen möchte, muss ich Einzelabnahme machen. Piaggio Deutschland stellt nur für in Deutschland verkaufte Mopeds Zweitschriften aus. So, das heißt, holländischen Rahmen erkennt man übrigens auch hier. Hier ist ja normalerweise, das ist ja schon hier ein, der, wo hier vorne diese große Plastikkappe rüberkommt. Dahinter ist nochmal eingestanzt NL. Also Holidisch. So, jetzt habe ich die Lagerschalen drin. Jetzt wollen wir mal die Kugelringe fetten und da reinpacken und dann hoffe ich mal, dass das alles so einigermaßen passt. Übrigens brauchte noch Motorhalteschrauben. Das sind normale M6x120 mit nicht durchgehendem Gewinde. Da war ich echt erstaunt. Da habe ich bei eBay einen gesehen, der nimmt für eine so eine Schraube, schreibt dann auch für Piaggio Mofa Motor, ich glaube 4,37 Euro für eine einzige Schraube. Und ich habe jetzt hier für 6 Stück 2 Euro irgendwas bezahlt. Also manchmal sind die Leute auch irgendwo ein bisschen durchgeknallt, was die an Preisen nehmen. Ne? So, nun haben wir hier aber, das ist jetzt falsch rum drauf, das ist nur jetzt, dass es hält. Wenn ich das so runter mache,
dann sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. Dann habe ich hier oben ein ordentliches Stück überstehen. Aber ich muss auch diese dicke Gabelbrücke hier unterbringen. So, das heißt, mir fehlt ein ganzes Stück. Und zwar ungefähr 2 cm. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Rahmenrohr hier ein Stück abschneide, dann guckt das Gewinde ein bisschen weiter raus und ich kann vor allen Dingen auch mit dem Ding hier dann weiter runter und dann mal sehen, ob ich das jetzt so hinkriege. Das hält nämlich immer nicht. So. Rahmen mal unten halten. So, und jetzt habe ich hier, würde das, gut, das geht da noch ein bisschen weiter rauf. So, das heißt, mir fehlt genau dieses Stück. Damit ich mit diesem Ding ein bisschen weiter runterkomme, damit ich hier oben auch noch die Abschlussmutter festkriege. Das heißt, ich muss das Ding hier ein Stück abschneiden. Ja, ich glaube, ich sagte schon mal, das hatte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich habe jetzt hier das Stück abgetrennt. Das liegt hier irgendwo noch am Boden rum. Und jetzt habe ich im Grunde genommen hier, dass ich hier die Abschlussmutter noch drauf kriege. Hier passt das jetzt. Das hätte ich notfalls hier also noch ein bisschen schieben können mit den Standrohren, aber okay. Ja, dann ziehe ich das mal fest und dann gucken wir mal, ob das alles überhaupt hält und ob das Vorderrad dann vernünftig reinpasst und wie das überhaupt so aussieht. So, jetzt passt es. Das sieht eigentlich schon mal ganz sportlich aus. Jetzt mache ich mal das Vorderrad rein. Dann wollen wir sehen, wie dieses Gesamtbild dann aussieht und wie und wo wir da weitermachen. Aber die Gabel, wunderbar. Also wer mal eine EC1 Gabel in den Chow einbauen will, aus was für einem beknackten Grund auch immer, jetzt weiß er, wie es geht. So, wollen wir das Vorderrad machen. Gucken, ob es passt. Ja, das Coolste, dass ich in meiner Teilesammlung hier noch einen Tachoantrieb gefunden habe, den ich da drauf bauen kann. Dann muss ich hier noch Distanzscheiben haben, aber ich habe hier noch eine Achse gefunden. Da sind so ein paar Distanzscheiben dran. Das Einzige, was mir dann noch fehlt, ist diese komische gewölbte Scheibe, die ja hier außen drüber fasst. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, sowas fliegt hier nicht mehr rum. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Da muss ich mir davon nochmal eine besorgen. Aber dann will ich jetzt mal sehen, Tachoantrieb drauf und dann mal gucken, dass wir das Vorderrad richtig eingebaut kriegen. So, Vorderrad ist drin. Ich brauche jetzt eigentlich hier nur noch diese komische gebogene Scheibe. Tachowelle ist auch drin. Neue Schläuche brauche ich, glaube ich. Aber ich glaube, hier hinten ist nicht mal ein Ventil drin. Doch. Es ist eins drin. Naja, gut. Das sind Sachen, um die kann man sich später nochmal kümmern. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Lenker so ist. Achso, hier unten sind so Muttern drin. Noch nicht? Doch, aber die hängt drin, die bleibt drin. Die bleibt wieder nicht drin. Lenker war bei der Gabel nämlich mit dabei, mit Gasgriff. Nur der Deko-Hebel fehlt, da muss ich mir auch noch mal einen besorgen. Aber bei der EC1 ist ja hier der Lichtschalter am Lenker. Das ist ja auch okay, der ist nämlich auch noch mit dabei.
das nämlich auch nochmal. Ja, so, dann gucken wir mal. Der hat ein bisschen Flugrost dran. Das mache ich erstmal ein bisschen sauber. Und dann kommt der Lenker dran. So, der ist jetzt auch wieder sauber. Ein bisschen Stahlwolle mit Öl getränkt. War nur ein bisschen Flugrost. So. Und so, und jetzt das Ganze festziehen. Wo war die Mutter hier noch drin? Da war sie drin geblieben. So, das sieht doch schon mal, also ich finde, das sieht gar nicht so übel aus. Ja, und ab Mittwoch ist ja Lockdown. Das heißt, ich muss noch zusehen, dass ich irgendwo einen Weihnachtsbaum bekomme. Muss ich morgen nochmal schnell lostoben. Das ist schon im Moment alles ziemlich verrückt. Normalerweise feiern wir Weihnachten immer bei meiner Schwester in Hamburg. Aber die hat eben auch Familie, da kommen schon Kinder und Enkel und was weiß ich. Beziehungsweise für mich sind es Großcousinen, Cousins? Nee, Großneffen. Und Großnichten. Ja, aber dann haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir eben halt mal alleine Weihnachten. Da werden wir auch nicht dran zugrunde gehen. Wir machen uns das hier ganz nett. So, aber einen Weihnachtsbaum will ich trotzdem haben. So. Ja. Ganz klein bisschen angegangen sind die Rohre hier. Aber wie gesagt, das ist ein Spaßprojekt. Das ist letzten Endes dann wurscht. So, was mache ich als nächstes? Die Griffe stecke ich erstmal drauf. Schon wegen, einfach nur wegen der Optik so ein bisschen mal. Da kommt man nur ran, wenn man den Lichtschalter abbaut. Na gut, das kann jetzt erstmal so bleiben. So, und hier so ein Ding habe ich auch noch gefunden. Blödsinn. So, damit ich nachher die Bautenzüge hier sauber darunter verlegen kann. Ja, das ist eben, wenn man den ganzen Scheiß noch liegen hat, warum soll man nicht aus diesen Resten wieder was zusammenbauen? Klar, jetzt habe ich Geld für die Gabel bezahlt, die Räder habe ich ja auch gekauft, Seitenverkleidung, aber das ist es mir einfach wert. So, was baue ich als nächstes ran? Ich will mal so ein bisschen den optischen Eindruck jetzt haben. Ich baue mal den Scheinwerfer eben ran, wenn ich wüsste, wo ich den gelassen habe. Oh, da sind sogar Schrauben noch dran. Das ist ja großartig. Das ist toll.
Ja, und so habe ich mir das eigentlich vorgestellt mit der Gabel. Gut, dass ich jetzt den Rahmen nochmal noch ein bisschen einkürzen musste, aber mein Gott, irgendwas ist ja immer, ne? Das sieht richtig, richtig cool aus. Die EC1 hat ja eigentlich Blinker, deswegen sind hier auch die großen Dinger noch an der Seite drin. Aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben, ne? So. Ja. Das hat schon was. Also ich finde, das hat schon was. So. Jetzt muss ich hier auch mal ein bisschen klar Schiff machen, glaube ich. Das sieht ja hier sonst irgendwie, ist man nämlich dann wieder schnell dabei und sagt irgendwie, wo ist das ganze Werkzeug? So, das kann wieder weg. Ja, und dann muss ich das Hinterrad da hinten noch einpacken. Ich hatte ja diese Schlachtzünder 442. Und da hat mich jetzt jemand angeschrieben und sucht dringend ein Hinterrad. Und Hinterräder für die 442 gibt es auch nicht mehr so oft. Und er fragte, ob er mir das abkaufen kann. Da habe ich gesagt, also die Speichen sind nicht mehr schön. Jetzt hier gerade mal stehen. Die Speichen sind ein bisschen angerostet. Aber dafür sieht die Felge eigentlich noch ganz schick aus. Also die hat so gut wie keinen Rost. Ganz, ganz minimale kleine Pickelchen. Und das hier mal ein bisschen mit dem Lappen rüber geht. Also, ich finde, das sieht noch schick aus. Die Bremse ist okay. Was wohl mal kontrolliert werden muss, ist die Achse. Die Konen und Kugeln, ob da noch alles okay ist. Und es läuft auch gerade, es hat keinen Schlag. Ja, und da habe ich gesagt, ja gut, das haben mir auch Bilder geschickt von der 442, schönes Ding. Und es wäre ja schade, wenn die nur wegen Hinterrad nicht mehr auf die Straße kommt. Nur, ich muss mal gucken, wie ich das verpacke. So ein Hinterrad verpacken geht ja nicht mal eben so. Aber die Gabel kam in diesem Karton. Wenn da mal nicht irgendwie genau ein Rad reinpasst. Aber da ich ja sowieso für meine Großnichten und Neffen noch Weihnachtsgeschenke verschicken muss, muss ich morgen sowieso zur Post. Ich muss auch noch einen Tannenbaum kaufen und ja, dann kann ich das auch gleich zur Post bringen. So, was als nächstes? Es haben ja einige gesagt, hinten, von wegen Sicherheit, hier so ein, noch so ein kleines Ding dran. Da hätte ich natürlich dran denken können und hätte am Rahmenheck das hier hinten abschneiden können. Ich muss mal sehen, ob ich das da nochmal abschneide und dann hier hinten nochmal so ein Stück das wieder dran schweiße. Das sind eben diese Geschichten. Irgendjemand hatte ja geschrieben, ich mache hier Frusch. Ohne näher zu begründen, wobei ich den frusche. Aber das ist wie gesagt ein Spaßprojekt. Hier kommt es nicht drauf an, jetzt irgendwie alles auf dem Hundertstel Millimeter genau zu bauen. Sondern das Ding soll einfach irgendwie ein bisschen Spaß machen. So, und wenn ich den jetzt hier abschneide, dann habe ich dieses hintere Stück hier noch dran. Weil man könnte da hinten in das Hinterrad kommen. Ich zeige aber euch aber auch gleich, wie ich das gemacht, wie ich das machen will, weil ich möchte nicht mit dem Fuß hier drauf stehen. Das ist nämlich auch ein bisschen zu knapp vom Platz her. Aber auf der anderen Seite, hätte das jetzt mit der Gabel nicht gepasst, hätte ich notfalls vom Fahrrad ein 12 Zoll Rad genommen und das vorne reingesetzt. Da hättet ihr natürlich zu Recht eingewendet, dann habe ich ja vorne keine Bremsen. Mein Gott, dann habe ich vorne keine Bremsen. Damit fahre nur ich und auch nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Und wenn ich mich damit auf den Flansch packe, dann ist das meine Sache. Und im Übrigen ist es sonst halt so, ja, Bremsen sind schon schön, aber
Ich habe mal eine Kartmeisterschaft gewonnen, da auf dem, wie heißt das Ding? Schumacher Dings da, Schumacher Kartbahn in Bispingen. Und unter anderem habe ich das gewonnen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich der super Kartfahrer bin, aber ich hatte ein Kart, sorry, das, bin ein bisschen erkältet, ein Kart, wo die Bremse so war, wenn ich leicht anbremsen wollte, passierte gar nichts. Wenn ich ein bisschen mehr reingetreten habe, habe ich blockierten gleich die Räder. Leichtes Anbremsen war nicht möglich, weil der Bautenzug so schwer ging. Und dann habe ich irgendwann, habe ich dann gesagt, irgendwie kriege ich denn mal ein anderes Kart hier, weil Bremsen und so, nee, haben wir keins mehr. Weil ich gesagt habe, ist auch ein Armutszeugnis. Und habe ich gesagt, dann ohne Bremse. Und es geht. Wenn man nachher so die Ideallinien findet, ich bin also nachher nur noch die Runden komplett ohne Bremsen gefahren, mal irgendwo mal ein ganz klein bisschen Gas wegnehmen, aber das war auch schon alles. Und schon macht man den ersten Platz, ohne Bremsen. Und wer später bremst, fährt länger schnell. Wer bremst, verliert. Wir kennen alle diese Sprüche. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja, wegen die Füße. Also, hier kommt mein Plan. So, hier kommt 12 mm Gewindestange, Unterlegscheibe, Mutter. Das andere von der anderen Seite auch, dass das stramm hier festgezogen werden kann. Mutter, Unterlegscheibe, Fußraste, Federring, Mutter. So, und dann haben wir das Ganze so an der Seite. Jetzt muss ich nur ausmessen, wo ich die auf der anderen Seite absägen muss. Und dann kommt das Ganze an der anderen Seite. Und dadurch stehe ich dann auf dem Roller auch ein bisschen tiefer. Da habe ich nämlich auch nicht so das Problem, dass der Lenker zu niedrig ist. Das muss ich aber dann hinterher noch wirklich nochmal ausprobieren, wie das von der Höhe her ist. Notfalls kann ich hier also auch noch ein bisschen höheren Lenker, muss ich mal gucken, wo man sowas auftreibt, aber notfalls eben halt auch nur, einen höheren Lenker ranmachen. So, aber nun muss ich das erstmal zurechtsägen und dann kommt das da erstmal ran und dann gucken wir mal, ob das von der Höhe her passt. So, hier sind jetzt Fußrasten dran. Hier muss ich noch mal gucken, das muss ich noch ein bisschen anpassen. Ich habe das extra ein bisschen länger gelassen, weil ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter rein. Aber das kann man ja immer noch abschneiden. Das ist ja nicht das Ding. Aber dann steht man auf der Höhe. Der Tank ist von innen sauber. Ich mache jetzt mal einen Benzinhorn rein. Dann mache ich hier mal die Seitenverkleidung drauf. Und dann gucke ich mal, wie weit ich da noch reingehen muss. Und dann muss ich das mal abschneiden. Aber ich glaube, ich will die Nachbarn heute am 3. Advent nicht über Gebühr nerven, indem ich jetzt nochmal die Flex anreiße. Aber als erstes gucke ich jetzt mal, wie sieht das denn überhaupt so von der Höhe aus. Dazu positioniere ich die Kamera mal anders, lasse die Bühne mal runter und stelle mich da mal drauf. So, Ständerfedern sind auch noch nicht drin, aber das ist jetzt auch Spielkram. Mal gucken. Gut, es ist jetzt hier mit der Decke. Ja, der Lenker könnte ein bisschen höher, aber das geht eigentlich. Man macht damit ja auch keine kilometerlangen Touren, wahrscheinlich. Da muss ich mir sowieso erstmal eine Teststrecke aussuchen, wo ich damit überhaupt rumdüsen kann und mal eine Probefahrt machen kann. Ein Tacho muss ich mir sowieso auch nochmal besorgen. Dann muss ich mir den hier vorne, dann mache ich mir hier noch einen Halter dran. Ja, so ist das, wenn man was baut, was es vorher noch nicht gab, weil da muss man hier und da anpassen und dann ist das eben so, ne? So, was habe ich denn noch in meiner Kiste hier drin? Habe ich nämlich schon die Sachen rausgelegt.
Also das kann hier in die Kiste. Jedenfalls habe ich hier auch andere Griffe noch. Da sind Dekohebel dabei. Der hat sogar Anschluss für Bremslichtschalter, glaube ich. Nö. Doch. Nein, doch. Aber nur für die Vorderradbremse. Na, ist ja auch doof, ne? Aber ich hatte doch hier. Benzinhahn. Bauen wir den doch mal hier mal ein. Tankproppen habe ich ja schon. Damit man, wenn der Motor drin ist, dann auch mal einen Probelauf machen kann. So, der ist auch drin. Vergaser, da muss ich mal in der Kiste gucken. Da habe ich noch dies und das. Da muss ich ja so einen nehmen mit dem Schok hier an der Seite, wegen der Abdeckung. Aber da will ich ein bisschen sauber machen. Aber da soll der rote rein. Weil wenn das Moped hinterher rot wird, dann soll hier auch ein roter Schokknopf nachher sein und nicht so ein grauer. Ja, Motor ist ja wie gesagt da. Ja, also ich bin froh, dass ich die Gabel drin habe. Das freut mich echt, dass die jetzt drin ist, dass alles passt. Lenkerhöhe, ja, wie gesagt, könnte vielleicht ein Tick höher, aber das wird man nachher beim Fahren denke ich mal auch sehen. Und dann werde ich die Ständerfedern da noch mal reinmachen. Und also es gibt ja noch eine Menge zu tun. Ich bin auch am überlegen, ob ich noch ein kleines Rücklicht, da muss ich mir aber noch mal Gedanken zu machen, was ich da für eins nehme. Hier so einen kleinen Winkel anschweißen, wo ein kleines Rücklicht rankommt. Da muss ich mal gucken. Schläuche muss ich noch besorgen, weil der vordere, den habe ich schon mal aufgepustet und pff, geht gleich wieder raus. Hinten habe ich noch nicht probiert, könnte ich noch mal probieren, ob der noch in Ordnung ist. Aber ansonsten bin ich eigentlich mit dem heutigen Ergebnis schon ganz zufrieden. Weil ich muss jetzt auch langsam aufhören und nach oben gehen, weil wir schreiben jedes Jahr noch ganz traditionell Weihnachtskarten. Die lassen wir zwar drucken, aber natürlich muss die Anschrift rein und wird persönlich unterschrieben. Die entwerfen wir immer selber. Meine Liebste macht das dann irgendwie alles mit Photoshop. Und die lassen wir drucken. Das hört sich jetzt ein bisschen großkotzig an, aber das ist billiger, als welche zu kaufen. Wenn ihr eine Weihnachtskarte kauft, kostet 1 Euro. Wir lassen die drucken und zahlen pro Stück 52 Cent. Und jedes Jahr verschicken wir so zwischen 130 und 150 Karten an Familie und Freunde überall. Und da habe ich gesagt, das machen wir heute Nachmittag, machen wir uns das gemütlich. Adventskranz und Kekse und Kuchen und vielleicht einen heißen Kakao. Ja, dann war es das erstmal für heute. Wie gesagt, mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Das war, hat mir echt Kopfschmerzen gemacht mit der Gabel. Was passt da rein und wie kriege ich das? Weil einerseits musste die Gabel natürlich hier reinpassen und andererseits musste das Vorderrad auch reinpassen. Aber hat ja geklappt. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss.